Herzlich willkommen hier zur zweiten DVD der Mad Wrestling Association vom 15.09.2012 in der Lübecker Sporthalle, in der Schlüterber Sporthalle in Lübeck. Hier sehen wir wieder mal unseren Commissioner Mirko, der das Publikum anfeuert. Das Publikum geht natürlich auch begeistert mit, wie jedes Mal in Lübeck, eine Bombenstimmung hier in der Halle. Ja, wir sehen jetzt auch, dass Mirko nochmal hingeht, nochmal ein bisschen Stimmung einfordert und das Publikum ist natürlich da. Sie wollen natürlich unterhalten werden, sie wollen die zweite Hälfte der Veranstaltung erleben und wir haben noch minimal zwei Kämpfe, nämlich Leon von Gasterin trifft auf Forward mit Special Referee Masterpiece Marcellus und wir haben natürlich Masterpiece Marcellus gegen einen bis dato noch unbekannten Gegner. Ja, der Rocking Superstar Alexander Falkenstein ist jetzt auf dem Weg zum Ring. Genau jetzt, da ist er. In Lederjacke und mit Sonnenbrille. Und er wirkt nicht so, als wenn er sich mit dem Publikum anfreunden will. Ja, macht doch hier abfällige Bemerkungen hier gegenüber des Publikums, wie das aussieht. Ja, sowas gehört sich aber eigentlich auch nicht. Ja, da bin ich, das gehört sich wirklich nicht, da stimme ich dir absolut zu. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Debütant, der auch schon weltweit unterwegs war, Frankreich und andere Staaten, von einem Mexikaner trainiert. Mit seiner Rockband hat er auch schon Arenen in Asien gefüllt. Und jetzt bin ich gespannt, wie er sich hier schlagen wird in Lübeck. Ja, also bei ihm trifft mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Sprichwort zu: Geld verdirbt den Charakter. Wie du schon sagtest, haben mit seiner Rockband in Asien doch schon viele Hallen gefüllt, dementsprechend auch das Geld verdient. Aber Fannähe sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Sehr arrogant, sehr überheblich, wie er sich hier bewegt. Ja, das ist auch ein Newcomer in der Mad Wrestling Association. Ein Mann, der eine harte Ringkampfschule absolviert hat. Marius Alani. Und der scheint sich weitaus besser mit dem Publikum in Lübeck anfreunden zu können als Alexander Falkenstein. Ja, und wie man ja auch schon sieht, sehr gut durchtrainiert. Hat einen Ringer-Hintergrund, das heißt technisch auch sehr gut ausgebildet. Und ein entscheidender Vorteil ist hier natürlich auch, man kann ihn nicht in den Haaren ziehen. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn ich mir dagegen Alexander Falkenstein anschaue. Aber ein fairer Sportsmann, wie Marius Alani zu sein scheint, der wird diese Taktik sicherlich nicht absichtlich oder zu seinem Vorteil einsetzen. Ja, erste Mal in der Mad Wrestling Association und gleich das gesamte Publikum auf seiner Seite. So kann es gehen. Ja, noch einmal der Check hier vom Ringrichter. Ja, da geht's los.
Ich bin gespannt. Zwei absolut unterschiedliche Ringkampfschulen, die hier aufeinandertreffen. Zwei absolut unterschiedliche Charaktere. Und der Locker. Schön gekontert hier von Marius Alani. Sehr schöne Aktion von ihm. Oh, da sah, wie ich vorhin sagte, technisch sehr gut ausgebildet. Und da bleibt Alexander Falkenstein keine andere Wahl, als sich ins Seil zu retten. Ja, damit hätte der internationale Rockstar nicht gerechnet. Und jetzt der Waistlock. Mit Rip-In, aber der Reversal von Falkenstein. Oh, Crucifix-Pin. 1, 2, oh, nur bis 2. Sehr schöne Aktion. Wenn man hier mal jetzt ins Gesicht schaut, da muss man nur sagen, das ist ein Musterbeispiel von Überraschung. Also damit hat er nun bei weitem nicht gerechnet. Hat natürlich auch Größen- und Gewichtsvorteile, muss man ja ganz ehrlich sein. Aber gegen diese Technik bringt Größe nicht immer etwas. Das sehen wir auch hier jetzt. Der Headlock, aber der Whip von Falkenstein. Ansatz zum... Oh, schöner Einroller von Mario Salani. Nur bis 2. Ja, schöner Schlagabtausch hier von den beiden Wrestlern. Sehr schönes Match bis hierhin, muss ich jedenfalls sagen. Sehr schöner Einstieg hier bei der Mad Wrestling Association. Und hier sollst du zu einem Kräftemessen kommen. Ah, das sieht eher so ein bisschen aus, als ob hier Marius verhöhnt werden soll. Ja, da kommt dieser Größenunterschied natürlich zum Vorteil. Na, jetzt geht's los, Kraftprobe. Da bin ich gespannt. Ja, da bin ich auch ein bisschen gespannt. Also sieht auch recht ausgeglichen aus. Unfaire Aktion hier. Oh, da gibt es den Arm-Takedown von Alexander Falkenstein. Jetzt hat er den Arm fixiert mit dem Knie auch den Kopf. Ja, Mario Salani kommt wieder auf. Ja, die Beine wollte ich gerade sagen, aber liegt jetzt schon wieder auf dem Boden. Da kann Falkenstein seine Größe natürlich ein bisschen ausspielen. Ja, aber da sieht man ja auch, dass Alexander Falkenstein das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Hier sehr konzentriert, nicht nachlässig hier bei den Aktionen. Das haben wir bei der Mad Wrestling Association von einigen Wrestlern auch schon anders gesehen, dass bei Überheblichkeit auch einige Aktionen nachlässig durchgeführt werden, aber das ist hier nicht der Fall. Und da fixiert er weiterhin den Arm. Jetzt hat der International Rockstar sicherlich seine Vorteile. Da gibt es auch den Pin, aber nur bis 2. Das liegt daran, dass die beiden Schultern von Mario Salani bei dieser Aktion auf dem Ringboden fixiert werden. Oh, schön. Kipperbar geht in den Back Elbow. Und wieder Cover. Ja, das, was ich eben sagte. Also Alexander Falkenstein sehr konzentriert hier bei der Sache. Bin ich doch ein Stück weit überrascht, dass er hier die Sache doch sehr ernst nimmt anscheinend. Also keine Nachlässigkeit bisher. Sehr gut die Sache im Griff. Auch oh, der Kick. Da gebe ich dir absolut recht. Die Anfangsphase, da wirkte er absolut überheblich und das hat ihm Mario Salani dann auch gezeigt. Aber jetzt scheint er sich besser fokussiert zu haben. Jetzt gibt es den Whip in die andere Ecke und die Running Clothesline mit einem Bulldog im Anschluss. Sehr schön gemacht hier. Und das Cover hinterher. 1, 2, nur bis 2. Ja, also meiner Meinung nach Marius bis zu diesem Zeitpunkt doch ein Stück weit chancenlos. Also waren zwar 2, 3 schöne Aktionen, die Marius anbringen konnte, aber dass man sagen kann, dass es jetzt ausgeglichen oder dass er vielleicht sogar die Oberhand hätte, das kann ich bisher jetzt nicht so sehen, na, wo ich das jetzt gerade sage. Schöner Dropkick. Er wollte eine Clothesline ansetzen, aber der Knee von Alexander Falkenstein bricht das Ganze ab. Jetzt geht's wieder in die Ringecke mit dem Kopf zuerst für Mario Salani. Ja, Ringrichter sagt ja, aus der Ecke rauskommen. Ja, da kommt er auch aus der Ecke, aber zieht seinen Gegner über das oberste Seil in die Ringmitte, beziehungsweise in die Mitte des Seils. Und jetzt geht's zurück auf den Boden. Ja, das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Aktion hier mit dem Ringseil.
Jeder, der schon mal beim Sportunterricht mit seinem Knie über diese Gummimatten gerutscht ist mit den Noppen, der kann sich halbwegs vorstellen, wie weh das tut. Und dann halt noch mit dem Gesicht, das ist sehr schmerzhaft. Schöner Body Slam hier. Jetzt wirkt Falkenstein zwar fokussiert, aber doch, jetzt merkt er, wie überlegen er eigentlich ist bis dato. Jetzt geht's. Aufs oberste Ringseil mit dem Hals. Oh, das tut natürlich extrem weh und raubt auch die Luft. Schöner Elbow von Alexander Falkenstein. Cover 2. Aber Mario Salani reißt die Schulter nach oben. Das war natürlich auch ein bisschen überheblich, was er dort gemacht hat, der Falkenstein. Ja, das war, sind die ersten Nachlässigkeiten, die man jetzt hier sieht. Wahrscheinlich hat er zu sehr die Oberhand in diesem Kampf. Nun wird er ein bisschen nachlässig, fängt an mit dem Gegner zu spielen. Ah, da sollte man vorsichtig sein. Das hat sich bei anderen auch schon gerecht im Nachhinein. Na, das auf jeden Fall. Jetzt hängt er in den Seil, wirkt ihn dort mit dem Knie. Ja, jetzt, das ist diese Überheblichkeit. Nimmt Anlauf, ja, genau. Da weicht Mario Salani aus, Falkenstein muss ins Seil und jetzt schöne Juan Canrana gesprungen über den Rücken. Ja, und Mario sagt hier, steh auf, schöner Dropkick hier. Und jetzt geht's nach oben, der Whip, Reversal von Falkenstein. Oh, mit einem Armdrag reißt Mario Salani jetzt Alexander Falkenstein zu Boden. Holt sich das Publikum als Unterstützung. Falkenstein hängt in der Ecke. Oh, Alani läuft in den Big Boot. Clothesline. Und das Cover. 1, 2, aber nur bis 2. Ja, das waren jetzt, wie gesagt, kurze kleine Nachlässigkeiten hier von Alexander Falkenstein. Ja, so wie das aussieht, ärgert er sich selber ein bisschen darüber. Weil bis hierhin hat er doch klar die Oberhand gehabt. Jetzt gewinnt er wieder die Oberhand ein Stück weit zurück. Aber sehr schöne Aktion hier, wie gesagt, von Mario Salani zwischenzeitlich. Jetzt sagt er einen Finish. Reißt Salani nach oben, aber der weicht aus, der kann kontern, schickt Falkenstein sein. Superkick und was für ein Kick von Mario Salani. Aus dem Nichts kam hier der Superkick. Da war Alexander Falkenstein sowas von überrascht. Und jetzt ist Salani auf dem obersten Seil, Falkenstein liegt im Ring. Schöner Elbow Drop von Mario Salani. Das kann es sein, jetzt das Cover. 1, 2, 3, das war's. Top Rope Elbow Drop zum Sieg für den Newcomer über den internationalen Rock Superstar. Das war sehr überraschend, muss ich jetzt sagen. Also da waren zum Schluss wirklich 2, 3 super Aktionen hier von Mario Salani. Das sieht man mal wieder, auch wenn man den ganzen Kampf über dominiert. Heißt das noch lange nicht, dass man als am Ende auch als Sieger aus dem Ring geht. Alexander Falkenstein hat hier das Match klar dominiert, aber am Ende der Gewinner, der Publikumsliebling, Mario Salani. Mit super Aktion, technisch sauber ausgeführt. Und das bringt ihm natürlich den Sieg, da muss man wirklich sagen, als Tipp, als Ratschlag für jeden jungen Athleten, das hat Mario Salani sehr gut vorgemacht. Man darf niemals aufgeben, egal wie viel man einstecken muss. Man muss immer wieder aufstehen und immer an seine Chance glauben. Und das hat er gemacht und so holt er sich den Sieg. Und das Publikum feiert ihn hier natürlich. Ja, und er feiert mit dem Publikum. Sehr schön gemacht. Ja. Man wird, denke ich mal, noch viel von ihm sehen, Mario Salani. Und er schickt hier Alexander Falkenstein aus der Halle. Hier nochmal die letzten Handshakes mit dem Publikum. Oh, da stolpert Mirko beinahe in den Ring. Vielleicht entlässt er mich, wenn ich das anspreche, aber das musste sein. Ja, da stimme ich zu bei dieser Aktion. Riesenapplaus für beide Athleten. Somit kommen wir jetzt zu einem der ersten Hauptkämpfe des heutigen Abends. Und zwar kommt zum Ring der ehemalige internationale LWA-Champion mit 1,78 Meter Größe und 92 Kilogramm. Aus den Niederlanden, Leon Falkenstein!
Ja, Leon van Gasteren hatten wir ja bereits am Anfang der Veranstaltung schon gesehen, der verbale Schlagabtausch mit der Meisterklasse. Deshalb wissen wir natürlich, was für ein Kampf jetzt folgt. Ja, Leon scheint sich auch ein Stück weit zu freuen. Er sagt es auch immer wieder gerne hier in Lübeck. Wie man hier sieht, freut sich das Lübecker Publikum auch immer wieder über Leon. Er ist ein Publikumsliebling in Lübeck, denn er ist ein ehrlicher und fairer Kämpfer. Er braucht keine illegalen Aktionen, so wie eben sein Gegner am heutigen Abend. Und ich bin gespannt, wie er sich gegen Forward schlagen wird. Das ist grundlegend nicht vielleicht die Herausforderung, denn Forward ist, wie wir alle wissen, kein erfahrener Wrestler, sage ich jetzt mal. Aber die Herausforderung, das wird der Special Guest Referee sein. Ja, jetzt kommt er hier, Forward, der Gegner von Leon van Gasteren, oder sollte man vielleicht sagen, einer der Gegner von Leon van Gasteren, weil wie du schon angesprochen hast, der Special Guest Referee Masterpiece Marcellus, ich wage zu behaupten, dass er alles andere als unparteiisch sein wird, und wenn man jetzt nochmal sieht, dass Michael Knight ebenfalls mit zum Ring kommt, na, wird das schon fast ein Kampf 3 gegen 1. Das ist natürlich jetzt wirklich eine Herausforderung. Mit Michael Knight hätte ich hier jetzt nicht gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber jetzt wird es natürlich noch interessanter. Forward wirkt, da muss ich ganz ehrlich sein, nicht so begeistert und überzeugt, jetzt gegen Leon van Gasteren anzutreten. Er wird gar nicht begeistert und überzeugt. Denn Michael Knight muss da auf ihn einreden, ihn Mut machen, in den Ring zu gehen. Und da sagt es Mirko auch nochmal, der Ringrichter in diesem Kampf, Masterpiece Marcellus. Das wird natürlich interessant. Interessant ist gar kein Ausdruck. Das wird eine wahnsinnige Herausforderung für den ehemaligen internationalen Champion, für Leon van Gasteren. Oh, und da gibt es natürlich die Konfrontation. Aber Masterpiece Marcellus sagt, ich bin der Ringrichter, du darfst mich nicht anfassen. Und Michael Knight nimmt außerhalb des Ringes Platz. Naja, wenn Michael Knight denn da auch sitzen bleibt, denke ich mal, ist auch alles in Ordnung. Aber wer die Meisterklasse regelmäßig verfolgt und beobachtet, weiß, dass das extrem unwahrscheinlich sein wird. Aber hier geht es jetzt erstmal zum Kampf. Leon van Gasteren gegen Forward. Ja, er macht sich auch gleich hier Freunde im Publikum. Na, die Meisterklasse braucht keine Freunde. Da gibt's den Lock-up. Oh, Forward mit dem Armwrench. Aber Leon, ja, der wirkt nicht beeindruckt. Oh, krachende Rechte für Forward. Da wird er mit einem Schlag hier gleich aus dem Ring hinaus befördert. Leon zeigt auch an, ja, aber die flache Hand war nicht die Faust. Oh, Masterpiece Marcellus muss natürlich jetzt eigentlich Forward anzählen. Aber der ist natürlich auch ein bisschen überrascht über diese Aktion, sage ich jetzt mal freundlich. Ja, so ist das. So, Forward ist wieder im Ring. Masterpiece kontrolliert, ob der Kontrahent noch antreten kann, noch fit genug ist. Ja, zumindest kann er noch auf eigenen Beinen stehen. Das ist ja... Oh. Eieieiei, harter Tritt von Leon, harter Schlag in den Nacken. Und jetzt der Snapmare, ui, da federt er Forward beinahe noch einmal um die eigene Körperachse, nochmal extra. Ja, es sind jetzt hier harte Aktionen, die Forward einstecken muss. Na, ist aber auch nicht überraschend, weil Forward ist halt nun kein ausgebildeter Wrestler. Oh, oh, das sieht natürlich sehr schmerzhaft jetzt aus hier für Forward. Natürlich eine absolut legale Aktion, deswegen kann Masterpiece hier auch nicht eingreifen. Weil mich überrascht es, wenn ich ganz ehrlich bin, dass Forward hier noch nicht nach Hilfe schreit. Also da breche ich mal eine Lanze für Forward, das ist echt beeindruckend. Das Cover 1, 2, 3, 4, 5, 6, also das ist dann wirklich kein Zählen hier, was Masterpiece macht.
Naja, er hat gezählt, er ist der Ringrichter, er kann entscheiden, wie er zählt. Das ist die Handhabe des Ringrichters, das ist die freie Entscheidungsgewalt. Denn im Ring zählt nur einer und das ist der Ringrichter. Und jetzt der Suplex von... Genau, da hält er ihn lange oben, oh, schön. Nach unten. Auf den Ringboden, da zeigt Leon das an, das war's jetzt. Jetzt kommt das Cover. Ja, und der Ringrichter zählt nicht, denn da kommt Michael Knight. Der mischt sich also doch an und hat eine Zeitschrift in der Hand, wenn ich das richtig sehe. Und muss Masterpiece Marcellus offensichtlich über den neuesten Artikel informieren und er liest den. Genüsslich. Ja, Leon kann das auch gar nicht fassen hier. Das Masterpiece, ich meine, wir haben schon viel erwartet, aber das ist ja nun auch wirklich unglaublich hier, dass er jetzt erstmal anfängt zu lesen. Also eigentlich ist er auch ein Stück... Oh, der Eingriff hier von Michael Knight. Ja, da haben wir eigentlich auch drauf gewartet. Das war ja jetzt nicht überraschend. Der Ringrichter, der ist weiterhin abgelenkt. Und jetzt attackiert Forward natürlich Leon Vergasterin. Wirkt ihn, nutzt das Seil als Unterstützung, Kraft zu holen, schlägt ein, tritt auf ihn ein. Ja, jetzt begnügt sich Masterpiece Marcellus ja auch nochmal die Zeitschrift beiseite zu packen. Denkt an seinen Job, den er jetzt hat. Oh, Forward sagt, gib mir, Leon van Gastron sagt, gib mir mehr, lässt sich jetzt ins Seil schicken. Oh, oh, die Clothesline. Da lacht Leon. Oh, aber kriegt er Dropkick. Oh, ein Dropkick von Forward. Damit also, hat Leon auch nicht gerechnet. Da muss ich aber auch sagen, das war... Man kann denken, was man will. Also das war aber sehr schön ausgeführt hier von Forward. Also damit hat gleich hier, glaube ich, gar keiner gerechnet. Ah, Hiptos Ansatz, aber da gibt es die krachende Clothesline. Clothesline, Takedown dort von Leon van Gastron. Der zeigt dem Ringrichter jetzt, wo, wie es laufen sollte. Krachender Uppercut. So muss es sein. So habe ich mir das vorgestellt. Leon van Gastron am Drücker. Und noch ein Uppercut hier von Leon van Gastron. Forward sieht schon sehr benommen aus. Und noch einer. Und der sitzt. Und Forward fliegt beinahe wie ein nasser Sack durch den Ring. Der ist doch K.O. Ja, vielleicht will Leon ihn so weit K.O. machen, dass Masterpiece eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. Oh, als durchzuzählen. Krachenas. Gesprungener Back Elbow hier von Leon van Gastron. Da sagt er auch zu Masterpiece offensichtlich. Ja, ich mache ihn jetzt fertig. Oder ich mache ihn jetzt fertig, eins von beiden. Oh, jetzt nimmt er ihn hier in den Boston Crab. Double Leg Crab hier von Leon van Gastron. Ja, Forward auch sehr schmerzverzerrtes Gesicht hier. Wird aber von Masterpiece und Michael Knight angefeuert. Er versucht hier das... Oh, da drückt Michael Knight das Seil in den Ring. Und so kommt natürlich Forward ins Seil und ja... Masterpiece wollte ihn gerade anzählen, aber da war Leon schneller und hat ihn losgelassen. Ja, da will natürlich auch kein Risiko eingehen, hier disqualifiziert zu werden vom unparteiischen Ringrichter. Snap Suplex jetzt von Leon van Gastron und das Cover. Nein, doch nicht. Er zieht ihn wieder nach oben. Ja, Leon weiß natürlich auch, wenn er hier ein Cover ansetzt, dann muss es... Oh, sehr schön gesprungen. Und der Bulldog hinterher. Leon weiß natürlich auch, wenn er hier ein Cover ansetzt, dann muss es auch ein endgültiges Cover sein. Ja, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sein, Forward ist eigentlich aus dem Kampf. Er liegt am Boden, kann sich kaum noch bewegen. Leon hat die Oberhand. In jedem normalen Kampf, ohne Masterpiece muss er dringend, wäre das hier vorbei. Oh, da kommt die Jumping Clothesline. Und das Cover. Und das Cover, das muss es sein. Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht. Und er hat ein Telefonat. Das gibt's doch wohl nicht. Michael Knight reicht das Handy in den Ring, weil irgendwer für Masterpiece Marcellus anruft. Wie logisch ist das denn? Da greift Michael Knight jetzt natürlich ein. Da haben wir gesehen, Leon van Gastron wurde das eigentlich zu dumm, hat auch mal ordentlich hier eingeschlagen auf Forward. Michael Knight greift dazwischen ein. Jetzt liegt Leon benommen am Boden und Masterpiece hat natürlich von all dem nichts mitbekommen. Nein, natürlich hat er nichts mitbekommen. Jetzt kann sich Forward mal wieder zeigen, dass er auch etwas kann. Nicht nur eingreifen, sondern auch ein bisschen attackieren. Hat mal die Oberhand, das Publikum feuert natürlich Leon an. So, jetzt der Whip in von Forward. Oh, wird aus dem Ring. Und Leon fällt aus dem Ring. Und Forward fährt von alleine um. Wird hier betreut von Masterpiece.
Und ja, Leon wird hier natürlich bearbeitet von Michael Knight. War auch nicht anders zu erwarten. Oh, gegen den Ringpfosten wird er dort geschleudert von Michael Knight, der jetzt wieder genüsslich Platz nimmt. Und er sagt Knight auch, Masterpiece, zähl ihn aus. Ja, der kümmert sich noch kurz um Vorwort, hat die Lage wahrscheinlich noch nicht so überblickt. Jetzt sieht er, dass Leon draußen liegt. Oh, jetzt fängt er an zu zeigen. Oh, er zählt aber ganz schön schnell hier. Schon mal 3, 4, 5. Aber da kommt Leon natürlich in den Ring. Da kann er sich in den Ring kämpfen. Und Forward wirkt ihn jetzt am Ringseil. Ja, und normalerweise müsste Masterpiece hier jetzt aber auch zählen, weil das ist illegaler. Ja, jetzt sagt ihm Bescheid hier, du, das darfst du nicht. Du, das darfst du nicht. Das ist ja beinahe schon wie im Kindergarten oder bei einer antiautoritären Erziehung. Du, das darfst du nicht. So geht das hier nicht. Also das hätte er eigentlich ganz klar jetzt Forward anzählen müssen. Also ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Masterpiece sich keiner Schuld bewusst ist. Und wenn man ihn fragen würde, dann würde er sagen, ich habe doch alles ganz fair geklärt hier. Man kann ihm doch nichts vorwerfen. Ja, man muss ehrlich sein, das hat sich Leon van Gastel aber auch selber ausgesucht. Er hat den Kampf zugestimmt. Ja, dann hier wieder unfaire Aktion. Ja, Masterpiece bekommt wieder nichts mit hier. Wird wieder von Michael Knight abgelenkt. Leon wird hier gewürgt. Untertritt hier. Und wieder das Würgen und Masterpiece sieht nix. Ja, das ist natürlich das Kräfteraubende daran, wenn die Luft abgeschnürt wird oder zumindest das Luftnehmen, das Atmen ein bisschen blockiert wird, dann raubt das natürlich die Kraft. Und das sind so eine Geschichten, wo Forward seine Oberhand haben kann. Der geht jetzt wieder in den Ring. Ja, und da fragt er ihn, ob Leon aufgeben will. Der sagt natürlich nein. Und er sagt immer wieder hier zuvor, komm her zu mir. Natürlich kann auch Leon wesentlich mehr einstecken als Forward. Er ist auch viel mehr gewohnt. Das sieht man auch hier und immer jetzt wieder. Krachende Schläge gegen Forward. Jetzt der Whip. Oh, Tiefschlag. Und da dreht sich der Ringrichter natürlich um es nicht zu sehen, wie sagt man es am besten? Und das Cover 1, 2. Und wie schnell zählt er denn bitte da? Also das ist doch kein Vergleich. Das muss ich aber auch sagen vorhin. Wie du schon sagtest, im eigenen Ermessen kann er halt natürlich zählen, wie er möchte. Aber da muss es natürlich auch beiden Gegnern gleich schnell oder langsam sein. Ne? Richtig. Und das ist hier nicht gegen... Oh! Forward mit einem Body Slam gegen Leon McMahon. Oh, der Rücken tut weh. Ja, das ist ein bisschen mehr Gewicht als die 20 Kilo, die Forward sonst stemmen kann im Fitnessstudio. Ja, das, ich weiß nicht, ob er sich vielleicht selber damit ein Stück weit verletzt hat. Also das sind natürlich Gewichte, die er da jetzt hochgehoben hat. Jetzt versucht er hier den Suplex, aber Leon lässt sich nicht hochheben. Der sagt selber, Suplex? Nö. Das mache ich. Oh. Ford kann sich befreien. Whip. Oh, Leon schickt ihn jetzt ins Seil. Power Slam, das ist Leon van Gasteren. Das ist ein richtiger Slam. Ja, Masterpiece. Ja, der tut jetzt so, als ob er was im Auge hat, muss erstmal der Schweiß abgewischt werden. Oh, Schlag hier gegen Michael Knight. Und was Leon da? Nimmt Anlauf. Oh, ein Top-Ey von Leon van Gasteren. Und das wirft natürlich Michael Knight aus dem Kampf. Jetzt gibt es ja auch noch Schläge. Oh, das ist die Rache für die Eingriffe, für das Ablenken des Ringrichters. Da ist Leon aufgeputscht hier. Masterpiece Marcellus schaut auch richtig sauer. Dadurch kreuzt er seine Pläne. Schöner Neckbreaker von Leon van Gasteren. Und ja, da liegt der Forward am Seil. Und da sagt Leon, es ist Zeit für das Ende. Also das ist ja auch hier mehr K.O. als alles andere. Und da kommt Michael Knight mit der Kette aus dem ersten Kampf. Die Kette kennen wir noch von DVD1. Schlitt daneben und Leon Cutter, der Ace Crusher von Leon van Gasteren. Jetzt ist Michael Knight auf jeden Fall aus dem Kampf. Und wir sehen bei Masterpiece Marcellus, wie schockiert er davon ist.
dass diese Aktion daneben geht. Da war Leon von Gasteren voll und ganz bei der Sache. Hat gleich reagiert, ist abgeduckt. Der Schlag mit der Kette ging ins Leere. Oh, das war jetzt hier natürlich. Ja, genau. Da ist Masterpiece gestolpert. Aus Versehen ins Seil. Und dadurch fällt natürlich der Leon von Gasteren mit seinen, wie heißt das so schön, Kronjuwelen. Ich frage mich gerade, was Vorwärter machen will. Er positioniert jetzt Leon von Gasteren so, dass er ihn in den Ring werfen kann. Steigt jetzt selber nach oben. Hat er etwa vor, davon vom Top Rope etwas zu machen? Ander zum Superplex. Ja, das wäre doch, ich sag mal, schon fast glatter Selbstwort als nicht ausgebildeter Wrestler. Oh! Was passiert jetzt hier? Super Leon Cutter von Leon von Gasteren. Das muss es sein. Da kann Masterpiece 800 Mal sich Zeit lassen. Der Cover 1. Oh Mann, der lässt sich hier. Das kann doch nicht angehen. Das kann nicht wahr sein. Jetzt lässt er die Hand. Das Mirko. Mirko. Drei. Das ist der Sieg. Masterpiece ist hier sauer. Mirko kam angelaufen, drückte die Hand das dritte Mal auf die Ringmatte. Somit ist Forward ausgezählt. Das Cover bis drei. Leon freut sich hier. Wie heißt das so schön? Wie so ein Schneekönig. Das ist die Last, die abfällt. Das ist die Rache, die er kriegen konnte. Jetzt hat er Forward besiegt. Forward ist schuld am Titelverlust. Und jetzt lässt er sich natürlich vom Lübecker Publikum feiern. Und die Meisterklasse, die ist geschlagen. Mike Knight außerhalb des Rings, immer noch benommen im Ring. Forward kann sich kaum bewegen. Und Masterpiece ist schockiert, ob des fairen Eingriffes, muss man wirklich sagen, vom Commissioner Mirko. Und das Publikum, die Fans, sie feiern mit Leon von Gasteren. Ja, genießen wir ein wenig hier die Bilder. Das waren Aktionen hier im Ring. Das ist unbegreiflich. Also ehrlich gesagt, ich hätte nie damit gerechnet, dass Leo tatsächlich hier diesen Kampf gewinnen kann. Gut, man muss jetzt sagen, alleine hätte er ihn auch nicht gewonnen. Klar hätte Vorwärts den Kampf auch nicht alleine gewonnen. Hier jetzt ein kleines Stück die Hilfe hier von Mirko. Ausgleichende Gerechtigkeit. Genau das ist der Punkt, es ist ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn man 3 gegen 1 kämpft, dann darf auch mal in einer fairen Situation der Commissioner eingreifen. Und, Mirko, noch was zu sagen? Wenn ich das richtig verstehe, will sich Masterpiece jetzt den Gürtel holen und die Halle verlassen, aber... Und Mirko sagt, das Masterpiece hat auch noch einen Kampf. Ja, der steht jetzt an, der Kampf. Ja, Masterpiece, alles andere als begeistert hier. Aber das wussten wir ja. Der Titelkampf Masterpiece Marcellus gegen einen Überraschungsgegner. Ja, das ist heute, muss ich mal sagen, alles andere bisher jedenfalls als ein durchweg erfolgreicher Abend. Ich denke mal, das hat sich Masterpiece bisher anders vorgestellt. Zwar hat Michael Knight gewonnen, aber eine desolate Niederlage hier für Forward, obwohl alle drei Mitglieder hier der Meisterklasse eingegriffen haben. Da wollen wir mal schauen, was jetzt kommt hier. Da bin ich gespannt auf den Gegner. Mirko kündigte ein hochkarätiges Schwergewicht an, ja, das um die Meisterschaft antreten kann. Und genau das werden wir sehen. Da sind wir jetzt mal gespannt und erwarten den Gegner von Masterpiece Marcellus. Der nächste Kampf ist ein Titelkampf. Der Titel wechselt beim Pinfall, beim Schulter. Und der Gegner, den ich mir überlegt habe, den du jetzt erfahren wirst. Was für eine Ankündigung hier. Was für eine Aufgabe für Masterpiece Marcellus. Der schwerste Wrestler Europas hier.
Demolition Davis. Oh, das ist natürlich ein Monster. Und er wird begleitet von Amber Rocks. Wir sehen hier auch diese Masse. Und das Publikum feiert ihn, denn sie wissen, das ist ein Gegner, der Masterpiece Marcellus mehr als gewachsen ist. Ja, das weiß natürlich auch Masterpiece Marcellus und er sieht auch alles andere als begeistert aus. Hier sieht man dann, dass er zeigt Mirko noch den Vogel. Ja, er hat ja eingangs extra gefragt, Mensch Mirko, ich weiß gar nicht, wer hier das verdient haben soll, hier um den Titel zu kämpfen. Ja, hier sehen wir jetzt die Antwort. Demolition Davis. Ja, zu Demolition Davis ist natürlich auch viel zu sagen. Auch ein Mann, der weltweit schon im Ring stand. Ein harter Koloss, wie Mirko schon sagte, er ist der schwerste Wrestler Europas. Und das sehen wir auch ganz deutlich, was für eine brachiale Masse er hat. Er war schon in Afrika, er war in Asien, er war in Amerika, sowohl Nord- als Südamerika. Er war in England, er war in Europa, überall, wo es Wrestling gibt. Er ist ein vielgefragter Mann, er hat viele Titel errungen. Und jetzt hier in Lübeck das erste Mal dabei, gleich die Titelchance. Und das alleine aufgrund der Reputation. Und wir merken, dass das Publikum 100% hinter Demolition Davis steht. Ja, und Masterpiece Marcellus, das erste Mal seit Jahren, wo ich ihn alleine am Ring sehe. Tja, Vorwehr ist, denke ich mal, nicht mehr in der Lage, hier am Ring zu stehen. Mit Michael Knight sieht es wahrscheinlich auch nicht mehr so gut aus. Ne, durfte sich ja einige Aktionen hier von Leon ja einfangen, hat auch schon ein Match hinter sich. Also ich vermute mal, dass Masterpiece hier wirklich alleine den Kampf bestreiten muss. Das ist ja auch das, was Mirko sich vorgestellt hatte am Anfang der Veranstaltung, dass jeder hier ein Einzelmatch bestreitet. Ja, das Publikum sagt ganz deutlich, Feigling, Feigling. Der Masterpiece traut sich offensichtlich nicht in den Ring. Und sogar der Ringrichter hat schon Masterpiece aufgefordert, in den Ring zu kommen. Mehrfach kam auch schon außerhalb des Rings. Jetzt kommt er aufs Apron, traut sich jetzt wohl langsam in den Ring. Ja, und jetzt beginnt der Kampf. Ja, jetzt, wenn Masterpiece natürlich den Ring verlässt, wird auch angefangen auszuzählen. Ja, aber der Titel wechselt nicht bei Countout und auch nicht bei DQ. DQ, für alle, die das Englisch nun nicht so mächtig sind, ist die Disqualifikation. Und Countout ist das Auszählen. Das sollte man auch nochmal dann darlegen. Oh, Masterpiece wirkt überhaupt nicht begeistert und will es auch nicht hören. Will nicht hören, dass das Publikum hier Demolition Davis anfeuert. Jetzt der Lockup. Ja, und Marcellus hat natürlich keine Chance gegen den schwersten Wrestler Europas. Ja, und Masterpiece hier sichtlich beeindruckt hier von der Masse und von der Kraft hier, die Davies mitbringt. Da bin ich echt mal, also am liebsten würde ich jetzt mal wissen, was hier in dem Kopf von Masterpiece Marcellus vorgeht, welchen Schlachtplan er sich zurechtlegt, was er überlegt, Mensch, wie kann ich hier diesen Kampf überhaupt gewinnen, was muss ich machen? Das ist die große Frage. Und wieder wird er einfach weggeschubst. Das ist natürlich... Oh, da sehen wir es auch. Da schreit Davies Masterpiece Marcellus an. Zeigt ihm deutlich, ich habe hier mehr Kraft. Ich bin gespannt, was wir hier zu erwarten haben. Ich rechne ja mit einer deutlichen Niederlage für Masterpiece Marcellus, wenn ich ehrlich bin. Alleine aufgrund des körperlichen Vorteils. Und Hip Toss. Aber was für ein Hip-Toss, das wird hier Masterpiece durch den halben Ring geschleudert hier und landet hart krachend auf den Hallenboden. Das ist natürlich hier Schmerz für Masterpiece und er wird wieder angezielt. Und kommt wieder in den Ring. Langsam, etwas behäbig, etwas ängstlich. Ja, hier die Schlachtrufe für Demolition Davis. Und das geht in den Lockup. Erneut. Oh, Masterpiece. Weicht Davis aus. Ja, was hat ihn das jetzt wirklich gebracht? Was war das für eine
tiefsinnige Aktion. Was wollte er damit jetzt erreichen? Na, er wollte austesten, was er gegen Davis machen kann. Wieder der Lockup. Jetzt, Waistlock, aber da kommen die Arme beinahe nicht rum um die Masse und deswegen geht es jetzt auf krachend in die Ecke. Und nochmal mit Anlauf und nochmal. Der Schwung wird genutzt, das ist schmerzhaft. Masterpiece taumelt aus der Ecke, wieder in die Ecke. Jetzt weicht der Davis aus. Ja, das ist natürlich sehr ein kleiner Vorteil hier für Masterpiece. Masse, die sich natürlich erstmal in Bewegung gesetzt hat, ist auch wieder sehr schwer zu stoppen. Jetzt springt er ihm auf den Rücken für einen Headlock. Frontface, da geht Davis zu Boden, dann wird der Griff gelöst, weil diese Eruption dort ist. Eruption ist vielleicht übertrieben, es ist was anderes, aber diese Kraft, diese Masse sich bewegt. Boah, ein bisschen Erdbeben war das schon. Ja gut, das stimmt natürlich, aber gut. Kick von Masterpiece, jetzt hat er das geschafft, was er auch schaffen muss. Er muss Davis auf den Boden kriegen und er wirkt bis... Dropkick. Sehr schöner Dropkick, sehr gut gezielt. Also das war natürlich jetzt clever gemacht von Masterpiece Marcellus. Ich meine, da sieht man schon, dass es nicht ganz... ich würde gerade sagen, unverdient ist, dass der Champion ist. Aber springt er in die Faust und jetzt geht's gegen den Ringpfosten mit dem Kopf zuerst. Ja, also bis eben wollte ich gerade noch sagen, dass Masterpiece gar nicht so unverdient den Champion trägt, weil das doch sehr clever ausgeklügelt war, was er da im Ring gemacht hat. Aber da hätte er es bei belassen sollen und jetzt nicht unüberlegt hinterherlaufen. Muss ehrlich sein, unverdient trägt niemand. Da rennt Davis gegen die Wand. Konnte Masterpiece ausweichen. Unverdient trägt niemand in der Mad Wrestling Association einen Gürtel. Das hat schon alles in uns weg, wie das denn gewonnen wird und vielleicht auch verteidigt wird. Das ist eine andere Geschichte, aber Masterpiece Marcellus hat sich das jahrelang erkämpft. Das dürfen wir nicht vergessen. Der kennt den einen oder anderen Trick, wie eben jetzt das Ausweichen. Jetzt hat er die Oberhand gegen Davies. Ja, vielleicht hat er auch über die Jahre ein Stück weit vergessen, wie es ist, auch mal alleine zu kämpfen, ohne Hilfe am Ring. Weil er hat überwiegend hier schon sehr gute Aktion, aber zwischendurch ist es doch ein bisschen... zu unüberlegt, würde ich sagen. Also kann man das sagen. Jetzt hat er die Oberhand. Davis ist auf dem Boden. Jetzt tritt wieder in den Rücken. Offensichtlich hat sich Masterpiece den Rücken als Schwachstelle ausgesucht. Scheint auch die richtige Stelle zu sein, so wie das aussieht. Aber auch nicht. Double X Handle Blow von Masterpiece Marcellus. Jetzt steigt er wieder auf Seil, wieder ein Double Axe Handle und wieder geht's in den Rücken. Ja, Davis hier feuert sich selber an, pusht sich hoch, sind natürlich Schmerzen. Jetzt wirkt er ihn wieder, um die Luft zu rauben. Und da wird er natürlich angezählt vom Ringrichter. Ah, jetzt Masterpiece läuft an, Vorarm, weiterer Vorarm, drei Vorarms vom Masterpiece. Aber... Davis lässt sich jetzt nicht gefallen. Krache in der Ohrfeige von Davis. Ja, wenn man mal das Verhältnis anguckt hier. Drei Vorarms von Masterpiece und eine schallende Ohrfeige hier von Davis. Und wenn man mal das Ergebnis anschaut, ist schon beeindruckend. Whip jetzt von Davis gegen Marcellus. Der geht in die Ecke. Davis kann auf. Schöne Avalanche hier von Davis. Also ich denke mal, an dieser Stelle möchte niemand mit Masterpiece tauschen. Wenn 180 Kilo auf dich zurasen und auf dich einschlagen, dann auf keinen Fall. Was hat er jetzt vor? Legdrop, krachend. Das kann es schon sein, wir können einen neuen Champion haben. Das Cover. Eins, zwei. Da legt Masterpiece zum rechten Moment das Bein ins Seil. Ich denke mal, das ist auch die einzige Aktion, die er noch machen konnte. Also... aus dem Cover, denke ich mal, wäre er nicht mehr herausgekommen. Ich meine, er kann ja nicht froh sein, dass der Kopf noch dran ist. Ja, das stimmt wohl. Was hat Davis jetzt vor? Krachende Rolle hier von ihm. Eins, zwei. Da kann Masterpiece die Schulter hochreißen. Ja, das Cover war auch, das hätte man auch ein bisschen besser machen können. Also das war ein bisschen zu halbherzig hier von Davis ausgeführt. Das kann man nicht in einem Champion-Kampf so machen. Also da muss man ein bisschen konsequenter sein. Oh, jetzt holt er sich wieder das Publikum als Unterstützung. Ja. Masterpiece. Der sitzt ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Das war ein Running Butt Smash von
Davies und das Ganze. Das muss es jetzt eigentlich sein, wenn er ihn covert. Er will ihn aber nicht covern. Doch, er covert ihn. Und wie er ihn covert. Er setzt sich auf ihn rauf. Da kann Masterpiece sich aber befreien. Nur bis zwei. Ja, das war aber auch wirklich mit allen Krachen, wie er noch hat. Oh. A Running Splash von Davies, 180 Kilo Krachen auf Masterpiece und wieder. Ja, das ist wieder das, was ich sagte. Kann er irgendwie die Schulter hochreißen? Viel zu inkonsequent hier das Cover, das war viel zu leicht. Wie gesagt, das ist ein internationaler MWA-Champion, gegen den Davies hier kämpft. Das muss ein bisschen... Was hat er denn jetzt vor? Jetzt steigt er aufs zweite Seil. Mit 180 Kilo. Oh. Moonsault jetzt leere. Oh mein Gott, 180 Kilo werden zu Moonsault bewegt. Das ist eine unglaubliche Leistung von Davies. Aber die geht nur ins Leere. Das wäre sonst sicherlich der Sieg gewesen. Da hätte, egal wie lasch das Cover ist, nichts mehr gereicht. Masterpiece jetzt mit dem Elbow Drop. Ja, nun hat natürlich Davies sich, sag mal, ein Stück weit selber verletzt hier mit dem Moonsault, dadurch, dass der ins Leere ging. Jetzt hier die Oberhand für Masterpiece Marcelo. Zwei Elbow Drops, ein Backdrop. Nur bis zwei. Da kann Davies die Schulter nach oben reißen. Das ist ein packendes Duell hier. Es hätte schon Schluss sein können auf beiden Seiten. Und jetzt sieht man, Davies kämpft sich da mit ein bisschen Kraft, versucht er sich auf die Beine zu biegen. Masterpiece ist auch langsam wieder auf den Beinen. Oh, jetzt Schläge. Davies mit der Oberhand. Mit dem Kopf in den Magen hier. Die Ecke. Jetzt geht's aufs Oberste, aufs Top Turnbuckle für Masterpiece Marcelo. Oh. Der versucht sich hier zu wehren mit Schläge an den Kopf. Ansatz und zum Tornado DDT. Oh, Davies setzt ihn wieder aufs Oberste. Er lässt sich das nicht gefallen. Chop von von Demolition Davies. Ja, das war ein bisschen zu optimistisch hier von Masterpiece. Und da rennt Davies aber in den Boot. Und jetzt der Ansatz zum Tornado DDT. Und der geht durch. Der gelingt. Schöner Tornado DDT hier von Masterpiece Marcellus. Ja, Davies hält sich hier den Kopf. Das war durchaus sehr schmerzhaft. Sehr gut ausgeführt von Masterpiece. Davies hier auch sehr wankend auf den Beinen. Das, ja, ich wollte gerade sagen, sehr wankend auf den Beinen, aber danach sieht es jetzt gar nicht mehr aus. Also hat sich sehr schnell erholt hier, muss ich sagen. Ah, jetzt Schulterblocks von Masterpiece Marcellus in der Ringecke. Das ist natürlich auch Kräfteraum. Jetzt der Whip-Versuch von Masterpiece. Das gelingt. Das gelingt. 81 Kilo bewegt jetzt. Der Running Butt Smash und jetzt der Spear. Der Spear. Oh. Aber er prallt eher ab von Masterpiece, Demolition Davies. Der fällt jetzt ins Seil. Der fällt ins Seil. Und dann sehen wir Forward. Forward ist wieder fit. Der hat, und was hat er denn da dabei? Was geht? Sie ketten jetzt. Sehe ich das richtig? Kann ich das? Das sieht man kaum. Sie ketten Demolition Davies ans Seil. Der Ringrichter versucht hier das. Die Hand wegzureißen, aber Forward ist natürlich nicht dabei. Lässt sich das nicht gefallen. Amber Rocks diskutiert dort auch. Der Ringrichter sagt: Hört auf damit, sonst disqualifiziere ich euch. Ja, und Masterpiece hier schlägt immer wieder auf Davies ein. Oh, Kick jetzt. Das geht gar nicht. Babyface, hier Davies ist blockiert, jetzt bricht der Ringrichter natürlich den Kampf ab. Aber das ist kein Titelwechsel. Jetzt hören wir es auch von Mirko, Sieger durch Disqualifikation, Demolition Davies, aber es interessiert die Meisterklasse offensichtlich nicht. Sie attackiert. Das hat auch weiterhin Champion Masterpiece Marcelo. Das ist natürlich klar, wie Mirko schon gesagt hat, wie Mirko da gerade gesagt hat, bei einer Disqualifikation wechselt der Titel nicht, das hast du vorhin natürlich auch nochmal aufgepasst, Frank. Jetzt geht diese Meisterklasse auf Amber Rocks los. Ich meine, was soll das denn jetzt? Erst ketten sie Davies ans Ringseil, jetzt gehen sie hier auf eine wehrlose Frau los zu zweit. Das sind doch Weichlinge, das sind doch Feiglinge. Was tun sie dort? Sie attackieren eine Frau. Ja, da verstehe ich auch nicht, was das jetzt soll hier. Jetzt soll das die große Männlichkeit von Masterpiece Marcellus darstellen oder was soll das werden? Ja, das ist natürlich die Meisterklasse, die es hinkriegt, hier eine wehrlose Frau anzugreifen. Also das ist mir auch... Und da ist Tim Suxdorf! Tim Suxdorf kommt in den Ring! Kommt in den Ring, humpelt! Humpelt dahinter! Masterpiece Marcellus, er vertreibt sie! Tim Suxdorf ist da der Ehrenmann, der Amber Rocks rettet. Tim Suxdorf rettet hier Amber Rocks. Und jetzt gehen sie dabei
Davis zu befreien von den Handschellen. Das sind ja Geschehnisse, das hätte ja niemand für möglich gehalten. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Und hier fast mit bloßen Händen werden hier die Ketten zerrissen von den Handschellen. Ja, das sind die Geschehnisse hier an diesem Abend. Tim Suxdorf, Demolition Davis. Ja, und wir sehen uns natürlich bald wieder. Das war die Mad Wrestling Association. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung. Tschüss, bis dann. Mein Name ist Frank Neumann. Mein Name ist Thorsten Simon. Auf Wiedersehen.